Hallo, willkommen zurück zu Dark Souls 3. Ich habe ein bisschen länger jetzt nicht gespielt, also ein paar Tage, weil Deus Ex rauskam und ich das natürlich erstmal testen musste. Deshalb muss ich mich gerade erstmal orientieren, was überhaupt passiert ist. Ich glaube, ich bin gestorben, nicht wahr? Wenn ich da so diese Null... Oh! Und da sind meine Seelen. Moment, bin ich hier gestorben? Das waren ja gar nicht mal so wenig. Okay. Stimmt, so ein Dicker ist mir irgendwie hinterhergelaufen, ne? Ja. Hallo. Na? Ja. Stimmt, hier war ja der Himmel voller komischer Dinger. Was auch immer das ist. Oh, haben die einen Rüssel? Ich weiß nicht. Sehen wir die irgendwann nochmal genauer? Ich hoffe es. Sehen ja echt merkwürdig aus. Hey, du da. Oh, nö. Hallo. Ah, Mann. Mann, du Arsch. Was soll das? So. Ja. Ist okay. Stimmt, letztes Mal kam hier so ein Dicker, glaube ich, runtergehüpft, ne? Den können wir jetzt eigentlich mal... Können wir ja da lassen. Ich glaube da. Hey. Hallo. Ich lasse mich sogar trotzdem treffen. Das ist ja traurig. Hier war ich anscheinend schon. Okay. Ja. Oh nee, ne. Das ist das. Oh nee. Oh nee. Aha. Shit. Das ist schlecht. Ich kann mich nicht heilen, weil der dieses Zeug auf mich gemacht hat. Sehr blöd. Beziehungsweise sehr schlau, eigentlich. Weg. Boah. Hält aber lange. Wer war das? Du da oben. Du Arsch. Wen hältst du dich? Hä? Jetzt hast du gegen die Wand geworfen. Das ist natürlich nicht so schlau. Uah. Du. Ich glaube, der hat mich letztes Mal getötet, oder? Dann komm mal her. Ja, komm. Ah, keine Ausdauer mehr. Wie doof. Och, Mensch. Lass es jetzt. Man. So, okay, das sieht schon besser aus. Da ist ein Drache, oder? Moment mal. Da hast du dir so gedacht, du Arsch. Boah, Glück gehabt. Echt lecker. Gerade noch so aus dem Augenwinkel die Spitze von seiner Waffe gesehen. Okay, ja, da hinten liegt ein Drache, ne? Ich hoffe, der ist auch tot, so wie sie... Ne, der bewegt sich. Der bewegt sich doch. Na toll. Oh, vielleicht ist das der letztes Mal weggeflogen ist. Bestimmt. Okay, wir holen mal eben das Ding da. Ist hier noch jemand, der... mir auflauern möchte? Natürlich. Das war's aber, ne? Ach, hallo. Titanitbrocken, ja! Zwei Stück sogar. Oh, da ist so ein Ding. Was bist du? Das sieht so abgespaced aus. Vor allem der Rüssel. Ich hoffe, die tun mir nicht weh. Oh, die kommen aber richtig nah. What? Was seid ihr für komische Dinger? Was hast du? Eine Seele. Einverstanden. Hier unten. Ach so, klar, hier war ich ja schon. Ja, okay. Okay. Dann komm.
kommen wir wohl hier lang, ne? Wie komme ich eigentlich zu dir da, Freundchen? Ey, du da! Lebst du? Ja. Nee, der ist tot. Wow, das überrascht mich jetzt doch. Hä? Hier ist gar nichts. Übrigens, wir spielen heute ausnahmsweise mal offline. Ist hier echt nichts, weil heute sind Wartungsarbeiten und ja, deshalb gibt es keinen Online-Modus heute bei Dark Souls. Oh, da ist ein Leuchtfeuer, oder? Cool. Einverstanden. Das ging schnell. Drachenhorde, das klingt ja schon mal nicht so gut eigentlich. Das klingt nach mehr als einem Drachen. Mal sehen. Eine Glut. Sehr gut. Was ist denn mit denen? Das sieht auch voll seltsam aus, wie die hier sitzen. Die haben ihr Schwert in den Boden gesteckt und schlafen einfach. Oder was? Aber da ist gar keiner drin in den Rüstungen. Das ergibt ja alles total Sinn. Ich habe Angst, dass vielleicht doch einer aufsteht, deshalb kicke ich die erstmal alle vorsichtshalber um. So. Okay. Da oben geht's zu dem Drachen. Vor dem habe ich Angst, deshalb gehe ich hier lang. Ist das eine kluge Entscheidung? Weiß man nicht so genau. Okay, hier ist nix. Hallo. Oh, da ist er ja. Hahaha. Hallo. Na? Altes Haus. Aber der ist ganz gechillt. Wahrscheinlich auch nur, bis ich da näher rangehe. Und dann dreht er durch. Ich muss erstmal die Dinger hier kaputt machen. Ich traue denen nicht über den Weg. Moment. Ach so, ja, okay. Doch, alles gut. Okay. Irgendeiner lebt bestimmt von denen. Der fällt mir dann in den Rücken. Ja, ja, ja. Burggraben mit vielen interessanten Schätzen drin. Komme ich mir doof vor. Oh, da ist nämlich einer. Der lebt doch, das sehe ich. Ich finde mich mit der Rüstung so mega cool, ne? Das glaubt ihr gar nicht, wie cool ich mich fühle. Hallo. Ah, nö. Lass das. Mach das nicht. Mach das lieber nicht. Ich wollte ihn von hinten erstechen, das hat nicht funktioniert, weil ich das mal wieder falsch gemacht habe. Oh, oh. Alles gut. So wirst du mich niemals besiegen. Du Noob. Gib das her. Großlanze. Ich möchte dich noch kurz kaputt rollen, wenn ich darf. Darf ich nicht? Na gut, der wird anscheinend nicht kaputt gerollt. Gibt hier so gar nichts. Außer verwaschene Texturen. Dann kann man da wohl nicht hin. Okay. Das war ja bisher noch nicht sehr herausfordernd, aber... Hä? Saß der da eben auch schon? Der sieht voll krass aus, wie jemand, der mir gleich aufs Maul geben will. Ey, ja. Tut doch nicht so. Okay, du bist doch nur eine Rüstung. na gut. Oh, oh. Ah! Das war ja fies.
Das war aber sehr fies. Oh. Wie aus dem Nichts kam er. Arschloch. Hi. Bist du der, den ich schon kenne? Na? Was mache ich denn jetzt mit euch? Oh. Die kriege ich doch nicht tot, oder? Ach, ich habe meinen Bogen weggerüstet. Na toll. Was mache ich denn jetzt hier? Lass mal gucken, wo die hinspeien. Oh, der macht gar nichts. Doch, oder? Ah, nee, macht nichts. Warum macht der jetzt nichts? Und wenn ich hier hingehe? Auch nicht. Oh, wie cool die aussehen. Einfach mal zwei Drachen. Okay. Ich würde ja da in den Burggraben reinspringen einfach, aber ich glaube, ich komme da nicht rein. Hallo? Ich komme in Frieden. Okay. Okay, die machen das nur auf die Brücke, habe ich verstanden. Hi. Ihr seid wütend. Aber ich habe gar nichts getan. Ja, okay. Ich bin hier sicher. Ey. Ich könnte von der Brücke nach unten springen, glaube ich. Das mache ich, glaube ich, einfach, oder? Ich weiß nicht, ob das schlau ist, aber ich mache das einfach so. Weil, ich glaube, ich denke mal, so ist das gemeint. Man kann schon auch durchrennen, aber wahrscheinlich nicht mit meiner Kackrüstung. Also die ist nicht kacke, aber für Feuerschaden wahrscheinlich schon. Ja. Hallo. Was hast du denn jetzt vor? Ganz ehrlich. Ich komme schon noch früh genug zu dir. Oh, so einer. Oh nö, so einer. Okay, bleib du da und Hi. Na. Oh, da hat schon wieder so jemand Sachen nach mir geschmissen. Hilfe! Ich hab's. Ey, woher kommst du denn? Leute, hört auf. Mann. Oh, Mann. So. Meine Güte. So, das nehme ich noch schnell und jetzt kommst du an die Reihe. Ne? Ja. Ich glaube, du bist der Einzige, der noch übrig ist, Freundchen. Blöd, ne? Das Doofe ist, weil wir nicht online spielen, sehe ich jetzt keine coolen Nachrichten, wenn hier versteckte Gänge oder so sind. Das ist natürlich doof. Oh! Oh, wir haben ganz vergessen, dieses mit dem, mit der Position da, mit der Geste zu machen. Oh, das muss ich noch machen. Ja, mal gucken. Vielleicht nach dem nächsten Boss. Ich weiß ja nicht, wie weit wir schon im Spiel sind. Ich denke mal, so langsam kommen wir doch dem Ende näher, oder? Vermute ich mal, da wir ja schon in der Burg sind. Oh, das sind zwei. Ist da auch noch jemand? Nein. Na gut. Ganz ehrenhaft. Knien sie... Oh, nieder. Okay. Hallo. Toll. Mit zwei macht das gleich viel mehr Spaß. Ja, mit deinem Glitzerschwert, ne? Ah,
Oh, ich sehe gerade wenig. Okay, komm mal her. Komm mal her. Na komm. Na gut, dann. Oh, fuck. Gott. Die blöden Arschlöcher. Ich nehme mal hin. Na komm. Komm schon. Alles cool. Das war ein Baum. Das war unlogisch. So. Okay. Nochmal eben schnell heilen. Oh, die geben auf. Ah, das ist blöd, ne? In der Spielmechanik, dass die einfach weglaufen. Da ist man so ein bisschen im Vorteil dann. Au. Arschloch. Och, ne. Hat er nicht gemacht. Irgendwie, das ist mir eben schon aufgefallen, hier auf der Burg gibt's voll die Performance-Probleme oder so. Mein Charakter ist voll manchmal ganz langsam. Das merkt man richtig, dass so, als würde er nicht richtig vorwärts kommen. Voll komisch. Ich weiß nicht, ob man das so bemerkt, wenn man es nur anguckt, aber ich merke es beim Spielen. Ganz seltsam. Und ein bisschen störend natürlich auch. Ja, mal gucken. Aber natürlich werde ich das trotzdem schaffen. Ich hoffe, ich kriege jetzt auch meine Seelen. Da, jetzt gerade war das schon wieder. Komisch. Na dann. Zieht mal euer Ding durch. Oh, das hat mich sogar noch getroffen. Alles gut. Da sind meine Seelen. Bestimmt ist jemand hinter mir, oder? Nee? Okay. Da, jetzt gerade schon wieder. Ich glaube, das ist nur so an einzelnen Stellen in dem Gebiet. Ach, du bist das. Der letztes Mal noch dazu kam. Hatte ich mich schon gewundert, wo der auf einmal herkam. Na gut. Nee. Ich denke nicht. So, ach so, wir kommen da auch noch rein. Okay. Macht das Sinn, vielleicht erst da lang zu gehen? Oh nee. Drache. Ja gut, ich mach das mal. Jetzt besiegen wir die beiden hoffentlich. Ich habe jetzt gerade keinen Bogen ausgerüstet, das ist ein bisschen doof, aber egal. Ich bin voll leise. Ich bin... Oh. Nein! Ja, dann komm doch. Mach doch. Mir egal. Dann glitzert das halt. Na und? Dann willst du damit beeindrucken, hä? Und ihr wollt ehrenvolle Ritter sein? Da lache ich ja nur. Shit, Mann. Die sind so gemein. Oh, oh. Ah. 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 Auch nicht so gut. Ah, Mann. Lass mich da durch. Ich kann nichts sehen. Das ist fies. Das ist fies. Oh. Oh, seht ihr? Da war das schon wieder gerade. Das ist echt doof. Hier kann man nicht richtig... Boah, hier kann man nicht kämpfen. Ich hoffe, der andere fällt mir gerade nicht in den Rücken. Ne, der ist wieder gegangen. Okay, einverstanden. Oh, wir haben seine Ritterrüstung. Cool. Ist natürlich nicht so cool wie meine.
Aber ich denke, das ist auch nicht möglich, dass irgendeine Rüstung so cool ist wie die, die ich gerade anhabe. Ah, scheiße. Der hat irgendeinen doofen Zauber. Das war ja Blitzschaden, oder? Nee. So nicht hier. Ja. Schrei. Zum letzten Mal. Hä? Oh, ich dachte, der hat wenigstens was. Scheiße, hier. Na toll. Na okay, wir haben seine Rüstung. Da ist hier noch irgendwo was? Nein, da nix, nirgends. Nö. Nein, das sieht eigentlich auch nicht nach einem Geheimweg aus. Das hier vielleicht? Okay, ich gebe auf. Hallo? Ich glaube, es wäre klüger... Oh, hallo. Da durch den Burggraben zu gehen, oder? Oh, aber das lacht mich so an, da das glitzernde Ding. Ich gehe mal hier erst hin. Da kommen wir wahrscheinlich in den Burggraben. Oh Gott, was sind denn das für Geräusche? Sind das die Drachen? Nee. Oh Gott. Ist das denn ernst? Alter! Okay. Oh, Alter. Wow. Bist du wahnsinnig? Boah. Oh, hallo. Alter, du bist ja gestört, ey. Das ist doch der. Okay. Damit kann man jetzt aber auch nicht rechnen, dass so ein Typ da im Keller sitzt. Oh, ist aber ein ungünstiger Ort, um die Seelen hinzulegen. Das ist ja blöd. Aber gegen den ist Feuerschaden doch bestimmt gut, oder? Gegen so einen Eistypi? Könnte ich mir jetzt vorstellen. Da müssen wir jetzt nochmal da lang. Mann. Ums, yo. Ah. Warum macht ihr das denn jetzt doppelt? Was soll denn das? Okay, jetzt. Ich bin gar nicht da. Oh, da liegt was. Das kann ich ja noch mal eben schnell mitnehmen. Ich würde ja am liebsten jetzt da runter gehen und da mal gucken, aber... Ja, 60.000 Seelen oder was habe ich da hingelegt? Nee, die will ich schon noch mal gerne haben. Doch. Ja, da kommst du an. Gewatschelt. Ah, das ist aber jetzt auch nicht so toll hier gerade. Oh. Kommt der ganz hierher? Nee. Okay. Ja, mal eben so auf Nummer Vorsicht, ne? Ei. Der trifft auch noch, der Arsch. Boah, ey, das ist echt ein bisschen scheiße hier. Das leckt echt richtig doll. Ja, hinter mir ist irgendwo noch einer, ne? Ja. Na,
Arschi. Okay, ich würde sagen, die da hinten lassen wir jetzt mal da stehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt herkommen. Okay, muss ich da jetzt ganz rein? Bestimmt, ne? Oh, ne. So cool. Wo sind die? Wo sind meine... Meine Seelen? Hallo? Meine Seelen? Ich sehe sie nicht. Die müssen da sein, wo der Typ steht. Geil. Oh nein. Ich sehe die echt nicht. Oh, da ist nur eine Kiste. Ja, da sehe ich einen grünen Schimmer. Oh, toll, du Arsch. Okay, testen wir das mal so. Und so. Nimmst du die bitte auch? Danke. Ah. Na, na. Oh Mann. Mann, nein. Heilen, schnell. Ah. Puh. Oh, auf so engem Raum ist das auch nicht so witzig irgendwie. Noch mal heilen, bitte. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Okay. Mann. Oh, ein Rapier. Mann. Boah. Was ein Stress. Was bist du denn für eine Kiste? Ja, das kann man wieder nicht sehen. Sehr witzig, sehr witzig. Der Typ hier war bestimmt ein einzigartiger Gegner. Kann mir nicht vorstellen, dass davon schade, dass der jetzt jedes Mal wiederkommt. Ist hier irgendwas Spannendes noch? Nö. Oh, da ist ja noch eine Kiste. Oh, das sind ja zwei. Oha. Okay, fangen wir mal mit der da an. Oh, die ist normal. Das gibt's ja gar nicht. Funkeltitanit. Da ist noch eine. Mann, Schatzkammer oder was? Die ist auch normal. Das kann ich ja gar nicht glauben. Muss eine Falle sein. Boah. Dann sind das bestimmt beides Mimics. Was? Das gibt's doch gar nicht. Und du? Boah. Das ist ja unfassbar. Unfassbar. Geistbaum-Wappenschild. Aha. Okay, ja gut, das war ja richtig nett vom Spiel. Ich bin ganz irritiert, was ich davon halten soll. Das irritiert mich auch, was da in der Luft hängt. Was ist das? Das, hä? Ach so, das ist ein Dings, ein Halter, eine Halterung für Feuer. Okay. Den Schild können wir uns eigentlich mal eben angucken. Obwohl ich mein Feuerschild sehr lieb gewonnen habe. Geistbaum, Wappenschild. Oh, Schild des Verlangens. Schild eines alten Königs, der vom Fluch eines unstillbaren Durst befallen war, der ihn am Ende seines Königstitels beraubte. Ein Teil der Lust des Königs schwelt noch immer in dem Schild und erhöht die Anzahl der beim Besiegen von Feinden gesammelten Seelen. Was? Wo habe ich den denn gefunden? Klingt ja cool. Also zum Seelenfarmen ist es cool. Silberritterschild. Ne. Der hier. Einer der verzauberten blauen Schilde. Der Geistbaumwappenschild reduziert Blitzschaden beträchtlich. Oh. Das ist gut, falls wir denn mal
so einen Boss treffen sollten. Oder nervige Gegner, die mit Blitzen um sich schmeißen. Okay, gehen wir mal hier lang. Hier sieht es halbwegs sicher aus. Ach, hier war das, wo der Typ eben auf uns runtergesprungen ist. Oh, ein cooler Edelstein. Okay. Das Ding, da nehme ich mir jetzt noch. Ich glaube, näher gehen wir da lieber nicht ran. Das scheint mir... Oder? Ich meine, vielleicht sieht der uns ja nicht, aber... Ist unwahrscheinlich, ist unwahrscheinlich. Ich gebe es zu. Oh, Moment. Da könnten wir sogar vielleicht wirklich langlaufen. Wenn der nur bis da... Aber wir gehen erstmal eine Etage weiter nach unten. Ich vermute jetzt mal, der Weg bei den Drachen ist wahrscheinlich der Hauptweg, den wir gehen müssen. Ah, stimmt, der da ist ja auch noch da. Oh nee. Okay. Feuer war auf jeden Fall gut gegen den. Ja, das können wir auch nochmal eben machen. Dann stürze ich mich quasi auf dich. Ich wollte mich auf dich stürzen, habe ich gesagt. Kann man das etwa gar nicht? Oh, oh. Zum Glück bist du langsam wie sonst was. Ich sehe nichts. Oh, gemein, ne? Mann, nein. Heilen, schnell. Boah, also die machen mir ein bisschen Angst, die Typen. Die sind unheimlich wie sonst was. Ist hier denn jetzt noch einer davon? Das hat... Ach ja, stimmt. Die machen ja auch immer alles so eklig hier mit schwarzen Gubbelsachen. Okay. Greifen die Drachen mich hier auch an? Ich hoffe nicht. Falls hier jetzt noch irgendwo ein normaler Typ ist, müssen wir den schnell erschlagen, damit er sich gar nicht erst verwandeln kann. Wäre ich ganz stark da. Nein! Nein! Okay. Was ein Stress, mein Gott. Ist hier noch irgendwas Cooles? Nö. Na gut, dann kommen wir ja da wo rein, ne? So, hallo? Wo sind wir denn jetzt? Eine Blitzurne, oh. Oh, es ist ruhig. Es ist verdächtig ruhig. Oh! Kann ich dir trauen, kleines Ding? Okay. Hi. Na? Na? Darf ich mal raten, die Fässer da explodieren, oder? Bestimmt. Der geht da nicht weg und da stehen verdächtig viele Fässer. Ja, vielleicht ist er aber auch einfach nur ein Fernkämpfer. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass da gleich irgendwer irgendwas runterschmeißt oder so und dann explodiert alles und dann bin ich tot. Vielleicht auch nicht. Vielleicht bin ich paranoid. Ja, okay. Machen wir mal an dieser Stelle für die Folge Schluss. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Ciao, ciao.